Sehr schön. Boah, Wer hat gewonnen? Mir hat übrigens. Ein Punkt, Chief Justice vom Empire war ein Punkt. Mir hat übrigens hier Handpuppe der Big Corporations gefehlt. Das hat mir heute gefehlt, auch einfach. Ja. Hat er, Ich bin einfach die Handpuppe der Big Corporations. Bevor der Prozess losging, hat er das gesagt. Ah, dann hat es mir das zweite Mal gefehlt im Schlussplädoyer, stimmt. Weil eigentlich sagt er das immer nach meinem Plädoyer, dass ich die Handpuppe von Big Corporations bin. Ja, ich antworte auch immer, dass ich überzeugter Kapitalist bin. Ist sie, dass er Komponist ist? Kapitalist. Was? Er ist Komponist? Er ist Komponist, hat mir gestern erzählt, ja. Wirklich? Ja, ja. Was redet er denn so? Der hat den Post vom Empire gelesen, deswegen wurde ich ja darauf aufmerksam. Und wie könnte ich das wagen? Er ist Kommunist und er wird dagegen vorgehen, wie ich mich verhalte. Haben so viel Koks gerade geschnüffelt? Das ist jetzt eh verkehrt. Also, ich sag mal, wenn er Kommunist ist, dann gehe ich erstmal die Hälfte seines Firmenkontos einfordern. Ja. Und nur die Hälfte? Wenn er so überzeugt ist. Ja, weil gleich geteilt, ne? Wenn mehrere Leute kommen, wird es mehrere aufgeteilt. Ja, super. Da habe ich doch hier Bock drauf. Ja, lass uns Bayflex übernehmen. Ja. Er hat uns einen Bayflex. Er wirft mir ja auch immer noch vor, nur weil ich was irgendwie mit all seinen Mitarbeiterinnen hatte. Cordwell, warum sind wir wieder bei Ihnen angekommen, bitte? Ja, sie fangen auch immer wieder davon an, Mr. Cordwell. Das funktioniert einfach nicht. Hat die eine Klatsche nicht gereicht, brauchen Sie auch noch die andere? Jetzt glaube ich sauer darüber. Ach Gott. Cordwell, warum? Du hast es eigentlich immer das Gespräch wieder in deine Richtung zu ziehen. Ja. Auch ein Talent. Übrigens, oh mein Gott, Mr. Delano, ich muss Ihnen noch sagen, dass ich Sie ein bisschen liebe. Oh wirklich. Gott. Ja. Als Sie, ich hab's innerlich geschrien. Ich hab Sie quasi angeschrien. Als Sie gestern dann nach Ihrem Namen gefragt wurden, nachdem diese Lord Alfred-Sache da aufkam und Sie da einfach rausgehauen haben: Ich bin Prinz Oliver. Percival, Adeline, Delano. Und ich musste so lachen und ich habe sie einfach angeschrien. Ich bitte sagen Sie Prinz, bitte sagen Sie Prinz, bitte sagen Sie Prinz, 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 bitte sagen Sie Prinz. Ich fand es ja viel lustiger, dass er noch meinen Ausweis sehen wollte. Ja, das steht da wirklich drauf. Ja, dann wusste er auch nicht mehr, was er sagen sollte. Dann meinte er, oh, da steht ja wirklich da drauf. Na gut. Ich glaube, ihm hat es einfach nur die Sprache verschlagen. Er hat halt verpennt, dass man es tatsächlich beantragen kann. Ich glaube, er hat sowas gesagt wie, Sie bilden sich aber jetzt auch was ein auf Ihren Namen, ne? Und ich habe sie innerlich so angeschrieben, bitte sagen Sie jetzt Prinz, bitte sagen Sie Prinz und dann hauen Sie das einfach raus und oh Gott, ich habe sie ein bisschen gut gesagt. Ich finde es ja auch immer wieder interessant, dass er damit kommt, dass er keinen Ausweis hat, ja? Ja, ja, weil das steht nicht drin. Die haben halt keine Adelstitel. Adelstitel ist Teil des Namens, also. Ja. Richtig. Wenn man sich denn dafür interessiert. Da ist man in Adelskreisen auch ein bisschen stolz drauf, ich sag Ihnen, wie es ist. Gewisse Leute vielleicht. Ja, wie schon. Also unsere Familie. Das zeigt ja auch, dass das nur dieser Fake-Adel ist. Ne? Ja, sie wissen es aufführen. Aber sie wissen es doch, sie kommen aus Luxemburg. Sie ja, ja. Unsere Familie ja. Vorher schon. Ja, ja. Ja, aber auch nur am Fernsehen, ne? Ja. Gut. Willst du nicht arbeiten? Wenn ein Nationalfeiertag war und dann jeder Geld wie möchte, Vieh ruft und alles noch. Gottchen. Ganze Prozession demnächst wieder durch die Stadt. Ja, aber das ist immer da hast du einen Job im Gegensatz zu Daniel. Der war seit 3 Wochen vor heute. Das ist halt jeden Tag. Ja. Morgen kümmere ich mich drum. Das ist großartig. Eigentlich musst du es aufrechterhalten. Sehr schön. Ach, das ist großartig. Ich find's großartig. Gerichtsverhandlung diese Woche. Ja, wir haben eigentlich. Also bei mir keine mehr. Wir haben noch die verschobene. Ja, das wird irgendwann. Das ist auch noch eine Frage, die ich jetzt habe. Ja. Wir haben 2 verschobene von dir. Ich weiß. Ich. Ja. Alter. Ach Gott. Nee, tatsächlich jetzt eine Frage. Es steht ja gesetzlich fest, dass eine Akte innerhalb von vier Wochen. Ja, Anklage eingereicht, verjährt nicht mehr. Genau. Dann verjährt es nicht mehr. Bedeutet das theoretischerweise. Ich kann das auch in einem halben Jahr machen, weil das richtig ist. Ja, wollte ich jetzt fragen. Aber in der Praxis. Bringt ja nichts, wenn meine Zeugen nichts mehr wissen, oder? Ja, das ist auch richtig. Deswegen verschiebe ich das ja nicht aus Spaß oder so. Nein, nein. Richtig. Ja, ich wurde schon 2 Mal angerufen, um zu fragen, ja, weiß man denn schon auf wann? Ist ja so, nö. Nächste Woche irgendwann. Ja, irgendwann. Irgendwann. Ja, müssen wir gucken, also müssen wir den Senat machen diese Woche noch. Ja, klingt gut. Gegen King? Gegen wen? Der arme Mann will seinen Job halt wirklich behalten, ne? Der Neffen führt dich jeden Tag damit. Er ist aber dann dumm, im COCP-Verfahren zu lügen, ne? Weil bei ihm die Wahrheit zu sagen.
Ja, nee, also er hatte erst auch bei mir gelogen. Er hatte auch erst bei mir gelogen, hat sich dann nochmal alles durch den Kopf gehen lassen, auch mit seinem Anwalt und so weiter und so fort, und hat sich dann für die Wahrheit entschieden. Dann hat er ja auch die Interne nicht mehr angelogen. Also hat es dann ja auch der Interne gestanden. War schon schlecht, da. Also das muss vor dem Senat, ne? Also, wenn ich als Officer da jemanden mit Mord drohe, also, es ist kein Spaß, ne? Das ist wirklich kein Spaß. Ich sag nur, der Mann möchte jetzt endlich seinen Job behalten. Frag so ruhig mal, Assistant Chief Rocket, ob er nicht richtig, richtig Lust hat auf diesen Senat. Bestimmt, ne? Wenn sie ihm sagen, dass ich nicht da bin, vielleicht, ja. Aber ich kann Frau Clark nicht übergehen, ne? Deswegen muss ich Frau Clark fragen. Ja. Also Frau Clark kann... sagen Sie Frau Clark einfach, sie soll Rocket schicken. Bitte. Wenn die nicht kann, muss Rocket kommen, ja. Na gut, ich mach mich dran. Jo. So, die erste hat wieder Arbeit gefunden. Ich traue mich nicht, meine Akten wieder aufzumachen, weil ein Vorarbeiter steht. Apropos Akten. Ach, scheiße, ich brauche dafür hast du noch mal einen Moment für mich? Ach, scheiße, ich brauche eine Aussage von dem. Naja, jetzt ist sie verjährt. Ja. Ja, ganz, geht bei mir ganz schnell, bevor du jetzt mit Corel redest. Eine ist jetzt verjährt. Und dann gibt es noch zwei von Manning, den ich. Gegen einer Bedrohung. Drei liegen noch beim PD irgendwie, die demnächst verjähren, und dann hat. Gibt es noch zwei von Manning, die auch irgendwann mal erteilt werden müssen. Toll. Genau. Ja. Netten kommt kurz. Na, ihr? Der Mann läuft immer so energisch. Ist ja, gut. Der hat Energie. Dynamisch, ja. Aber das in deinem Alter. Ja. Ja, richtig, ne? Ich muss ja dann auch nach 1000 Schritten wieder eine Pause machen. Ja, schön. Richtig. Auf jeden Fall. Wie alt bist du? 51. Ansonsten läuft's noch? Alter, Coldwell! Coldwell! Was denn? Ich hab Alter! Oh mein Gott! Ich meine, ob er eine Rolle machen kann zum Beispiel. Wenn eine Rolle. Mit meiner Bandscheibe nicht mehr. Nein. Was habt ihr denn jetzt gedacht? Coldwell! Coldwell, jetzt führ dein Gespräch mit Liv und dann gehst du nach Hause, legst dich hin und fragst dich, was du falsch gemacht hast in deinem Leben. Was haben die denn jetzt gedacht? Nach dem Gespräch mit Liv muss ich mit dir sprechen. Alles klar. Dankeschön. Gott sei Dank, du hast einen zeitlichen Rahmen gesetzt. Danke dafür, Joy. Danke. Ach, jederzeit. Was geht's? Geht's dir? Ärger mal. Gestresst, genervt. Ja, keine Freizeit, zu wenig Freizeit. Wir haben uns irgendwie schon ewig nicht mehr unterhalten. Ellen fehlt. Ja, richtig, weil ich keine Freizeit habe. Ja. Ja. Wir rufen aktuell immer gerne die Leute an, um dann irgendwie rumzumeckern, ja. Also, wo ich mir auch nur denke, okay, was wollen die da jetzt genau von mir, ja? Was denn rumzumeckern? Was meinst du denn jetzt? Ach, ich sag nur, die Zane gibt immer Maximalstrafe. Achso, das Empire, ja. Hast du doch gehört heute, Maximalstrafe, 40.000 für, ne? Freiheitsberaubung als Bande, klar. Ich hab denen das auch schon erklärt. Ich hab denen sogar schon gezielt Urteile genannt, wo ich dann einfach mal die Maximalstrafen genannt habe. Ja. Und ich den gefragt habe, jetzt nennen Sie mir bitte doch mal ein Urteil mit Maximalstrafe, das Sie bekommen haben. Wir haben noch keine einzige Maximalstrafe bekommen. Ja, keine einzige. Ja? Wir haben wirklich noch keine Maximalstrafe bekommen. Das ist so dumm. Also wirklich so dumm. Und dann kauen die einen dann Ohr ab. Und das sind dann auch wirklich Gespräche, wo ich mir denke, oh, wann endet das Gespräch? Selbst für diese 100.000, da war die Maximalstrafe 120.000. Ja, ich weiß. Habe ich auch erklärt. Ja. Ich habe neulich erst mit der Weinwurf wieder ein 20-minütiges Gespräch hinter mir. Ja. Wo sie bei mir ausgeheult hat. Und weißt du, das Witzige war? Dann zieht sie eine Beschwerde zurück. Ja, damit sie gleich in Haft kann. So, beim Pinocchio-Verfahren, ja? Ja. Okay. Und dann sagt sie, nachdem sie schon zurückgezogen hat, ja, dann melde ich mich aber nochmal bei Kilpatrick, ne, weil das ja Maximalstrafe war. Und ich so, na, warte mal,
Wollen Sie jetzt die Beschwerde zurückziehen? Oder wollen Sie die Beschwerde aufrechterhalten? Ich hätte das übrigens dann zurückgenommen, ne? So, ne? Ich will jetzt in Haft. Warte mal, die hat so. Das dann abgesessen? Dann hat sie, da geht's um, da ging es jetzt um 20.000 Drogen, wo ich eher sagen muss, schade, dass da hat einfach, da muss man sagen, weil also. Papier ist einfach zu frisch noch. Der ja. Drogen im Wert von, also wirklich weit über 20.000 Dollar gehabt. Hm. Ja, aber die Drogen sind halt auch weg, ne? Okay. Und ja, natürlich, das ist ja das aber da kannst du eigentlich mit Handelsabsicht reingehen, ja? Wenn jemand umgerechnet 80 Weedbags bei sich hat, 80, ja? Das hast du doch dabei, weil du handelst. Ja? Da hätte man ruhig versuchen können, reinzugehen. Also ganz offen, mich als Richter hat man davon überzeugt, einen Handel zu geben. Ja? Weil niemand hat so viel Drogen, um es an die eigenen Leute zu verteilen. Also, sorry, nein. Ja? Man muss auch nicht kommen mit ihren, ja, im Empire leben 12.000 Leute. So, Bullshit. Ja. Ja, aber das finde ich auch immer schön. Die hat nämlich auch bei Chief Justice rumgemeckert. Die gibt immer Maximalstrafen. Die hat noch keine einzige Maximalstrafe von mir bekommen. Außer diesen Hausfriedensbruch. Das waren 5.000 Dollar, Alter. Und die wurden zurückgezogen von Kilpatrick. Das heißt, es gibt keine Maximalstrafe gegen das Empire. Nicht eine einzige. Dass er es zurückgezogen hat, weil ich persönlich sehr da kein Problem drin gesehen, aber gut, ne? So, aber wie gesagt, es gibt keine Maximalstrafe gegen das Empire. Gibt es einfach nicht. Deswegen verstehe ich dieses Gejammere nicht. Das ist wirklich, die sind kriminell. Die machen Sachen, wir verurteilen die dafür und dann meckern die rum. Was fällt uns ein, die zu verurteilen? Wieso können wir die nicht einfach kriminell sein lassen? Was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Und dann rufen die mich auch fast täglich an. Ja, Frau Sven, wie lange sind wir denn jetzt noch kriminelle Vereinigung? Können Sie da nicht mal irgendwie einen Antrag stellen, dass das zurückgenommen wird? Dann gucke ich in die Akten. Dann gucke ich in die Akten, Geiselnahme Empire, Angriff auf Officer. Ist so, ne? Also, ich sehe aktuell auch keinen Grund, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß nicht, ob es da dann anders sieht, aber ich denke auch nicht, das aktuell zurückzunehmen. Wir müssen dann spätestens 4 Wochen ja überprüfen, ja? Ja. Und ganz offen, bei dem ganzen Kram, was die aktuell machen, warum sollten wir das zurücknehmen? Ja, eben. Also, weißt du, ich gucke dann selber ja auch in die Akten und denke so, Empire, nö, ja, Angriff, ja, okay, nö. Nee, sieht schlecht aus für sie, tut mir leid. Und die bezeichnen sich ja immer noch als eigener Staat. Würden ja, die ja wenigstens anfangen, da irgendwie Verständnis zu zeigen, ja? Und hätten jetzt vor Gericht, würden die irgendwie Reue zeigen oder irgendwas in der Richtung. Selbst wenn sie uns Reue vorspeucheln würden, ja? Dann würde es ja für mich als Richter schwer werden, weil ich müsste ich sagen, Zeit für den Angeklagten. Und dann müsste ich sagen, okay, gut, ich sehe hier, die Straftaten sind deutlich weniger geworden, das ist auch vielleicht unorganisierter. Sie selbst sehen ja auch ein, dass sie da Fehler gemacht haben. Und das rechtfertigt das nicht mehr die Nachteile, die sie jetzt haben, die Grundrechtseinschneidungen. Mhm. Ja? Aber die Möglichkeit geben sie ihnen ja gar nicht. Ja. Ja. Übrigens, ja. Und ich meine, denen sollte es ja auch zu bedenken geben, dass sie immer noch die einzige kriminelle Vereinigung sind. Das liegt nicht daran, dass wir uns auf die eingeschossen haben, das liegt einfach daran, dass sie komplett übertreiben. Wieder abwesend. Übrigens, nee. Ja, mal so eine Sache in privater Sache, ja. Hm. Ja. Also ich sag mal, die Sache mit Ruby anders gelaufen, wäre auch sozusagen mein Privatleben anders gelaufen. Ne? Wirklich, ich möchte jetzt nicht mehr vielleicht Privatleben reden. Wir waren das so, wir haben das heute schon ausgiebig diskutiert. Weißt du, was das Schlimmste an der Sache ist? Ja, dass das mein Bett ist, richtig. Dass ich wahrscheinlich für sie sofort mit allen anderen das stoppen würde. Ja, das ist wirklich bescheuert. Ja, irgendwie schon, oder? Ja, das ist komplett bescheuert. Ja, ist es auch. Scheiß auf sie. Ja, das ist wahrscheinlich nicht richtig. Mhm. Weißt du, manchmal ist es echt kompliziert. Du meinst kompliziert, weil du mit 500 Frauen Freundschaft Plus machst, aber versuchst, all das zu verheimlichen, dass du andere Freundschaft Plus hast?
Nee, also eigentlich ist das, weißt du, das, also auch, pass auf. Weißt du, meine eine Freundschaft Plus hat mich sogar zu der anderen Freundschaft Plus nachts hingefahren. Weißt du, was das Bescheuerte ist bei der einen Freundschaft Plus? Ja? Dass sie ja irgendwie ganz oft betont, dass sie dann irgendwie nur, dann ist es sicherlich mal so kurz sogar nur Freundschaft, dann so bei Freundschaft Plus, wenn ich was mit einer anderen Frau zu tun habe, meint sie auf einmal, ja übrigens, ganz viele Männer stehen ja auf mich. Und da ist man wieder auf den Trip, dass sie auf einmal eine Eifersuchtsszene macht. Ja, also ich weiß ja teilweise selbst nicht wirklich, wo ich dran bin. Und dann denke ich mir so, naja gut, okay, also offensichtlich läuft ja irgendwie doch nichts zwischen uns, ja, weil du mal wieder betonen musst, dass ja dann irgendwie, die sind auf jeden Fall nicht zu, dass wir nicht zusammen sind und so. Und dann dummerweise, hey, vielleicht rein zufällig, also das war wirklich nicht geplant, laufe ich halt in Badeklamotten mit ihr mit einer anderen über den Weg, wo sie eine Eifersuchtsszene abzieht. Oh mein Gott. Dann spreche ich auszusehen die andere Frau mit den anderen Namen an, das ist echt dumm gelaufen. Gott, ja. Ja, weißt du, bei mir ist echt viel los, wir können ja nicht mehr quatschen. Das ist echt viel los, willst du mich verarschen? Ja, was? Ich bring meine Frau schon durcheinander. Ja, also. Ja, Eva, oh Gott, ich sag mal so, vielleicht wurde ich danach zusammengeschlagen von der anderen. Und ich hab's über mich ergehen lassen, ja. Weißt du, und ich dachte mir schon, sind drei Freundschaftsplusse vielleicht zu viel? Ich hatte schon echt ein schlechtes Gewissen gegenüber den anderen beiden, als ich dann noch was mit Stone angefangen habe. Weißt du, ganz ehrlich, am Arsch. Ich hätte einfach noch fünf andere haben können. Ja, ah, nee. Siehst du? Jetzt habe ich keine mehr. Toll. Siehst wirklich. Du? Weißt du, was das Witzige ist? Ja? Wenn irgendwelche Leute denken, haben wir nicht der Käufer denn die Sehnung in der Fähre? Und ich denke mir jedes Mal so, nein. Was denken die? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe schon mal welche Leute gehört, die meinen, ob die Sehnung und der Käufer vielleicht eine Affäre haben. Ich denke mir so, nein. Tja, ich hätte dir einen anderen Namen sagen sollen, aber nicht mit Sehnung. Peterson oder was? Na, oh Gott. Nee. Ja, was denn? Das ist die einzige andere Frau. Das ist die einzige. Hä, Entschuldigung. Das ist die einzige andere Frau, die im DJ arbeitet aktuell. Ja, siehst du. Ich fühle mich übrigens auch ein bisschen, ne? Minderheiten und so. Ja, also. Ich war ganz lang da. Warte. Moment, was soll denn das heißen? Ja, mit der Sane nicht. Aiden? Was? Wieso nicht? Bist du nicht hübsch genug? Hä? Nicht so, sondern mein Anwalt. Na, na klar. Wir sollten echt mal wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Achso, ist das jetzt noch ein Date? Nein, es ist kein Date. Wir sollten aber wirklich mal Zeit miteinander verbringen. Ach Gott. Das meine ich ernst. Wie lange bist du denn heute da? Noch ein Weilchen. Wie lange willst du heute noch machen? Ein Weilchen? Ja, dann sag einfach Bescheid. Na, ist klar. Ja. Wenn du aufhörst, über deine Frauen zu reden, mein Gott. Keine Sorge, ich habe wirklich immer das Bett neu bezogen. Oh Gott. Und ich habe auch draußen das Sofa abgesaugt. Ich habe draußen das Sofa abgesaugt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, warte, Oscar Polento hat angerufen. Da rufen wir jetzt fix zurück. Oh Gott. Oder auch nicht. Ja, war Oscar Bolento gleich noch. Hat weder von mir. Habe ich alle zurückgerufen. So, To-Do-Liste. Steht jetzt die Aussage drin. Sunny. Ach, wir haben schon wieder drei Seiten. Ich stehe aber einfach. Ja, Mr. Delanois. Zane. Bezüglich dieses COCP-Verfahren, was ich gerade schon mal geschworen habe, wegen dem Herrn Kane? Da bräuchten wir Sie eventuell als Zeugin. Ja. Wann werden Sie denn nächste Woche wieder da? Nächste Woche ab Montag. Montag, okay. Ja. Ah, können wir auch einfach rein. Hallo. Hallo. Also Montag sind Sie wieder da? Ab Montag bin ich wieder da, ja. Ab Montag sind Sie wieder da, okay. Oder halt, ne, Dienstag oder Donnerstag, so ab 23 Uhr könnte ich. Ah, okay. Weil die Officer sagten gerade, dass sie quasi dafür zuständig waren, dass er dann so gesagt hat, ja okay, das war im Dienst, seien Sie da ehrlich. Ja. Quasi, ja. Diese Aussage bräuchten wir eventuell. Mhm. Dann würde ich das auf nächste Woche dann dementsprechend terminieren. Mhm. Der Officer ist kein Officer mehr seit gestern. Er ist gekündigt worden seitens des PDs, schon im Vorhinein.
Hat allerdings eine Aussicht bekommen, also je nachdem, wie das Senatsverfahren läuft, ob er jeweils noch eine Zukunft kriegt im PD oder nicht. Deswegen sollten wir es aufgrund seiner beruflichen Perspektive durchführen. Mhm. Den ganzen Fall nochmal aufarbeiten, wie, was, wo. Dazu ist die Reflexion auch einfach wichtig, die ja eben nochmal quasi geschildert wird. Mhm. Dass er quasi das Ganze nochmal von anderen Perspektiven durchleben muss. Mhm. Okay. Termine ich das auf nächste Woche irgendwann? Ja, Dienstag habe ich, glaube ich, eine Verhandlung oder so. Dann machen wir das doch einfach direkt Montag, oder? Mhm. Wenn das gut anders passt. Mr. Nolan guckt schon. Stimmt schon. War das so ein Todesesser Ausruf? Das könnte es werden, schauen wir mal. Montag. Ach, nächste Woche bin ich sowieso die ganze Woche nicht da. Ja, perfekt. Ja, gut, läuft gut. Alter, mach das Jones. Wann? Montag? Mhm. Nolan, ich bräuchte sie gleich auch nochmal. Ja, das ist wahrscheinlich. Dann frage ich erstmal bei Mr. Kane nach. 821092. Welche Uhrzeit haben Sie jetzt terminiert? Noch keine. Ach, noch keine. Wann können Sie denn, Mr. Jones? Sind wir um 21:30 rum. 21:30. Ja. 21:30? Ja, 22 Uhr wäre optimal am besten. 22 Uhr? Okay, ja, dauert ja nicht allzu lange so ein Senat eigentlich. Ja, Uhrzeit ist mir egal. Also ich bin eher so ein Spätschichtkind, sag ich mal so, wie es ist. Wie die ganze interne. Ja, ich mache auch ganz gerne Nachtschichten. Oh ja. Ja, aber Sie übertreiben auch. Das ist absolut richtig. Ja. Was irgendwelche Geschehnisse nach hier Richter Delanois, guten Abend, Mr. Kane. Kann ich auch noch telefonieren, kurz nebenbei? Nein, bitte nicht. Sie sind informiert darüber, dass ein COCP-Verfahren gegen Sie anhängig ist und dass ein Senatsverfahren ansteht? Okay. Es geht jetzt um eine Terminfindung für die Senatssitzung. Würde Ihnen Montag 22 Uhr passen? Nächste Woche Montag, 22 Uhr, ja. Der 23. Jetzt ist ein echter Gangster, ja. Ich hab mir eine BF-400 geholt. Was macht ihr zum Gangster? Ja, jetzt können die Schöppchen kommen, ne? Also BF ist doch eher PD-Ding. Die Manches, ne? Das ist okay. Gangster. Also gegen ich habe eine Manches. Ich bin der Gangster hier. Manches, ist das ein Zweisitzer gewesen? Ja. Halten wir das erstmal so fest. Ja, ich muss sagen, ich habe über Sanchez, Manches und BF-400 mir überlegt, weil ich brauchte einfach was, wo man zu zweit drauf fahren kann, um an schöne Orte zu kommen. Alles gut. Manches. Mhm. Deswegen habe ich mir eine BF-400 zugelegt. Und, warum beziehst du jedes Gespräch immer auf deine Frauengeschichte? Das habe ich gar nicht gemacht. Ich wollte an schöne Orte. Halten sich dann bereit. Das findet Crowdwell, der Playboy. Wie kommst du jetzt auf das? Ja, ne, das ist ein bisschen kleiner, angenehmer, ist ja auch Ausschuss der Öffentlichkeit, daher können wir dann dieses Gebäude... Ich verweigere die Aussage, ohne Anwalt. Sie dürfen natürlich Zeugen dazu berufen, Sie dürfen sich einen Rechtsbeistand dazu holen, das ist alles kein Thema. Und ich jetzt übrigens keine auch noch als Zeugen empfehle ich Ihnen sogar diesbezüglich, auch wenn Rechtsbeistand natürlich nicht viel machen kann bei dem Senat, weil Sie werden befragt von zwei Richtern und einmal Ihren direkten Vorgesetzten, also in dem Fall Frau Clark oder Herr Rocket, je nachdem, wer Zeit hat. Das ist aber nicht der direkte Vorgesetzte. Ja. Ne, was Ihnen vorgeworfen wird, wissen Sie ja, da gab es ja auch schon CC-Verfahren, gegen Sie, das Sie auch schon bezahlt haben, also wo die Strafe schon abgegolten ist. Das ist der Hintergrund. Da gab es auch Ermittlungen. Deswegen steht der Verdacht der Wahrheitsforschung im Raum. Sie haben ja bei der internen Abteilung zunächst was anderes angegeben, dass Sie nicht im Dienst waren, dann doch im Dienst waren. Und um das Ganze dann dementsprechend aufzuklären. Muss ich kurz davon was fragen. Komm mal kurz rüber. Es geht wieder um seine Frauen. Du hast das CC gegen Delanois quasi gesagt, da ist kein CC, ja? Doch, CC ist schon verurteilt, ist schon bezahlt. Nein, von Seiten Delanois aus. Was? In den Schuss. Er hat sich doch selbst angezeigt. Der ist doch zu dir gekommen. Notwehr. Das heißt,
Genau, gut, du hast es also eingestellt. Das ist wichtig, weil ich muss dadurch automatisch einen COCP prüfen. Ja, wegen Verhältnismäßigkeit. Wenn jemand mit dem Messer abgestochen wird, kann man den mal wohl niederschießen. Das wollte ich doch von dir nur hören. Ja, das heißt, du hast das COCP... Das PD eskaliert doch auch immer in dieser Weise. Auf Notwehr gesetzt, das heißt, ja, ich kann mir jetzt eine Person dazu holen, wenn ihr es auch so sieht, kann ich das COCP auch... Darum geht's nur. Danke. Verhältnismäßigkeit. Bei einem Officer macht man auch keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Wie gesagt, ich frag noch, wenn er mit dem Messer sein Kollege angegriffen wird und der andere schießt ihn nieder. Mit einer scharfen Schusswaffe. Ne? 20, man auch keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Was denn? Ja, das weiß ich. Super, danke. Tschüss. So, Montag 22 Uhr, er kann. Ich krieg jetzt bestimmt gleich einen Anruf und werde Zeuge geladen von ihm. Geht das jetzt schon? Ach, wahrscheinlich. Würde ja passen. Und jetzt rufe ich nochmal Frau Clark an. Das ist wirklich das Datum? 23. Sie können da auch? Ja. Yep. Gar nicht. Yay. Frau Clark, ich hoffe, ich störe gerade nicht. Es geht um Termin wegen Senat. Officer Kane oder ehemaliger Officer Kane. Montag 22 Uhr, gegen 22 Uhr. Würde Ihnen das passen? Hm? Würden wir oben in Paleto machen dementsprechend. Ich sag den anderen auch Bescheid. Die interne Abteilung weiß schon Bescheid. Herr Kane weiß Bescheid. Und dann sehen wir uns Montag 22 Uhr. Perfekt. Ah ja, perfekt. Super. Danke. Tschüss. Ja, Mr. Ferguson ist gerade bei Ihrem Büro. Ne? Also passt. Der weiß auch Bescheid. Wir sind auf Streife. Ah ja, oder so. dann sind alle jetzt informiert. Montag 22 Uhr. Oben in Paleto. Ja, nicht hier unten, sondern oben Paleto. Ich finde das Schöne halt, weil da die drei Stühle halt nebeneinander stehen. Ja, wenn wir perfekt zu dritt nebeneinander stehen, das ist ja, das ist wirklich ideal dafür. Mhm. Gut. Da muss man auch nicht so schreien. Ich finde das oben, also ich fand das oben gestern sehr angenehm. Gut. Herr Nolan, dann bräuchte ich Sie mal ganz kurz. Na, das ist wahrscheinlich doch. Ich gehe mal wieder. Ja, ich gehe da. Kann ich jetzt mal meine Arbeit machen. Weiß schon wieder nicht mehr, was ich als erstes machen wollte. Leute. Fette Tüte. Jetzt ist er nicht mehr da. Toll. Okay, first. Warte mal, wir fangen mal an mit. Ist die Akte von Jackson jetzt endlich mal drin? Oder hat Rocket die immer noch nicht reingestellt? Hat die immer noch nicht reingestellt, ne? Hier. Das war hier in der Gegend war das. Assistant Chief Rocket. Assistant Chief Rocket. Ja. Wo ist meine Akte? War ich schneller. War ich schneller als Sie. Wo ist meine Akte? Welche Akte denn? Von gestern, von Jackson. Die ist doch da. Die ist alles mit ab. Das ist alles mit bei Dings drin. Bei Eve oder was? Bei der Atkins-Sache. Ja, danke. Ciao. Dann guckst du doch rein. Hab ich eingetragen. Ja, tschüss. Ja, toll. Danke.